Hallihallo, willkommen zum Video. Ich zeige euch jetzt hier mal einmal den Weg. Ich bin vom Elephant Mountain gestartet und bin von der roten Linie gekommen. Und dann ging das weiter von der roten Linie durch den Park. Das sieht man dann direkt. Und da ist eben der Anfang vom Elephant Mountain. Da habe ich ja schon mal ein Video gemacht. Und dann ging das weiter bis zum Thumb Mountain und Nangan Mountain. Die findet man bei Google Maps ganz gut. Und die haben auch einen echt schönen Ausblick. Ihr seht hier die verschiedenen Punkte auf der Karte. Und dann bin ich da hinten rumgelaufen bis zum Tempel, an der Straße entlang und bis zum Leopard's Peak. Und dann sieht man da den Hua Shan Peak. Und ich bin dann diesen Weg gelaufen. Das war aber tatsächlich nicht der richtige. Ich habe den Tiger's Mountain nicht gefunden. Ich denke, das nächste Mal müsste man den Hushan Trail weiterlaufen, um eben das zu sehen, was man sehen möchte. Beziehungsweise ich werde euch am Ende mal noch meine Route zeigen, wie man anders laufen kann. Ja, und dann kann man wieder in die blaue Linie einsteigen. Das ist gar nicht so weit. Genau. Das war es jetzt erstmal zur Route. Viel Spaß beim Video und falls ihr Tipps oder Fragen habt, schreibt sehr gerne in die Kommentare. Erste Etappe geschafft. Ich habe den Elephant Mountain als ersten Berg genommen, also das ist die erste Wanderung, die ich mache. Dann geht es noch zu vier weiteren Bergspitzen. Und ich habe das schon in dem Blogpost so gelesen, dass das eben der anstrengende Anstieg ist. Und ich hatte das auch ein bisschen vergessen, aber es ist sehr anstrengend. Wenn man entspannt spazieren, wandern möchte, dann sollte man, glaube ich, beim Tiger Mountain anfangen und nicht beim Elephant Mountain. Also samstags auch sehr, sehr voll, habe ich jetzt festgestellt. Aber das Wetter ist fantastisch. Der Blick ist auch bei Tag so schön. Ich habe ja schon ein Video vom Sonnenuntergang gemacht. Ja, aber an einem Wochenende würde ich es wahrscheinlich nicht empfehlen. Man sieht das ja schon. Es ist sehr, sehr voll. Ich hatte mich jetzt nochmal schnell auf der Website informiert. Ich war jetzt beim Elephant Mountain. Jetzt kommt der Thumb Mountain. Der hat aber wahrscheinlich einen anderen Namen hier in Taiwan. Wie ihr es gerade auf dem Schild gesehen habt, der hieß anders. Und ich werde jetzt erstmal einfach den Weg weiterlaufen. Mal gucken, wo ich rauskomme und ob ich Thumb Mountain, Nangan Mountain, Leopard und Tiger sehe. Der Lion soll nicht so spektakulär sein. Der ist eher kleiner und da hat man keinen Ausblick. Auf jeden Fall war ich jetzt am Elephant Mountain und ich
bin mir nicht ganz sicher, ob ich schon vorbei bin oder ob das noch kommt. Aber hier oben auf dem Berg ist einfach ein öffentliches Fitnessstudio, so ein Outdoor-Fitnessstudio mit Gewichten. Das hatte ich letztes Mal mit der Mira bei dem Sonnenuntergang gesehen. Wäre natürlich total cool, wenn ich das noch filmen könnte. Aber wenn nicht, ja, findet man bestimmt doch auf Google Maps. Aber das ist total cool. Richtig, richtig gut. Ich hatte recht, das Studio ist hier. Ich filme mal ganz kurz rein, aber es sind Leute. Und da hinten liegen dann auch noch Gewichte. Ich glaube tatsächlich, dass ich jetzt schon auf dem zweiten Peak bin. Das kommt jetzt alles ganz nah nacheinander. Und weiter geht's. Jetzt soll es zum Nangan-Peak gehen. Ich bin schon ganz gespannt, wie das aussieht und ob ich den Weg finde. Ich habe mich ja schon einmal öfters verlaufen. Das hier soll aber ein relativ leichter Wanderweg sein, weil das diese Wanderwege wurden vor ein paar Jahren hier verknüpft. Und ja, dadurch ist es alles auch leicht und für Touristen machbar erstellt worden. Und dann geht's an der Stelle hier runter. Und los geht's, 2 Kilometer. Jedenfalls ist mir leider der Anfängerfehler passiert, dass ich meinen Akku nicht geladen habe. Jetzt habe ich noch 30% Akku. Wir werden sehen, ob ich das noch filmen kann. Auf jeden Fall ist der Wanderweg wunderschön. On the top of the Thumb Mountain. Wow. Oh, der Weg ist auf jeden Fall gut anstrengend. Aber es ist so schön hier. So, nach dem Thumb Mountain kommt der Nangan Peak und der 95 Peak. Zwischendurch ist der Weg auch immer mal flach, aber hier musste ich ein Stück klettern. Das war so ein kleiner Abstecher. Da war auch ein Schild zu sehen. Oh, die Leute sind hier so nett, die lächeln einen an, die grüßen einen, die helfen einem, auch wenn sie kein Englisch sprechen. Es ist einfach eine Freude, hier zu wandern. Es macht echt Spaß. So, Wasser ist fast leer und ich habe jetzt noch 4 Berge vor mir. Ich hoffe, dass irgendwo mal nochmal ein Trinkbrunnen ist. Ich bin jetzt auf dem Nangan South Peak. Es ist gut anstrengend. Ich werde höchstwahrscheinlich noch 2 Stunden unterwegs sein. Bis hierhin bin ich auch schon 2 Stunden gelaufen. Also der Trail ist nicht ohne. Ich bin auch schon komplett durchgeschwitzt. Jedenfalls ist es aber wunderschön. Nächstes Mal müsste ich mich auf jeden Fall besser vorbereiten, was zu essen mitnehmen, was zu trinken. Also ein halber Liter reicht nicht. Mehr zu trinken mitnehmen. Und ich habe jetzt herausgefunden, dass ich auf dem Taipei Grand Trail laufe, Sektion 6. Es gibt so einen ganzen Wanderweg im Endeffekt um Taipei drumherum. Den kann man laufen und sich Stempel holen und ein Abzeichen am Ende, also wer da Ambitionen hat. Es ist wirklich schön und man läuft dann halt Sektion für Sektion. Und
Ja, und ich muss noch revidieren. Ich habe dir im letzten Video gesagt, dass diese Besen zum Affenverscheuchen sind. Kann man auch machen. Aber die sind dafür da, die Wege sauber zu halten. Und die Leute, die hier wandern, nehmen sich so einen Besen. Manchmal auch tragen sie den Berg hoch und machen hier die Wege sauber. Das habe ich gerade auch schon gesehen. Das ist einfach cool und mal wieder typisch Taiwan. Jeder kümmert sich hier so ein bisschen um alles und um das Gemeinwohl. Einfach fantastisch. So, die nächste Bank ist meine. Ich habe nämlich noch einen Müsli-Riegel. Das ist jetzt Gönnung pur. Ich habe nur noch einen Schluck Wasser und der muss für die nächsten 2 Stunden reichen. Aber bei der Aussicht zu essen, da lohnt es sich schon, hier hochzurennen. Auf jeden Fall. Ich freue mich auf mein Bubble Tea. Was sonst? Und ja, da unten übrigens, da dieser Berg, das ist der Elephant Mountain. Da bin ich gestartet und ich habe keine Ahnung wie. Ich bin aber irgendwo da lang. Dann da hinten rum bin ich da angekommen. Und jetzt geht es eigentlich noch da wieder runter. Und ich denke, diese kleinen Hügel dort, dort und dort könnten meine Ziele sein. Und dann komme ich irgendwo da hinten raus und muss mal schauen, wie ich dann wieder zur Bahn komme. Und wo ich was zu essen kriege, ich muss mir da auf jeden Fall erstmal irgendwo ein Sandwich bei 7-Eleven holen oder ja, was weiß ich, irgendwas Ungesundes. Ich freue mich schon drauf. Das hier ist übrigens die rote Spitze, die vorhin in den Bergen ganz weit weg zu sehen war. Ich finde es Wahnsinn, wie hoch ich schon geklettert bin, beziehungsweise gestiegen bin, weil es ja hier wirklich Treppensteigen, Treppensteigen, Treppensteigen ist. Wandern ist Treppensteigen in Taiwan. Das war der Nangan Mountain und jetzt glaube ich tendenziell wieder runter. Ich hoffe, dass ich den Leopard's Peak und Tiger Peak noch filmen kann. Auf jeden Fall ist es noch ein Steck. Da ist der Strommast, den man vorhin gesehen hat. So, dann mal los. Ich konnte gerade meine Wasserflasche auffüllen. Hier an dem Tempel gibt es nämlich Wasserhahn und bei schlechtem Wetter sogar Regenkittel. Finde ich total niedlich und total schön. Und jetzt ist es nur noch eine Viertelstunde bis zum Leopard's Peak. Die Treppen sind hier tatsächlich nicht ganz so steil wie auf dem Hinweg. Also wer entspannter hochsteigen möchte und kein Problem hat, Treppen steil runterzusteigen, der sollte vielleicht andersrum anfangen und nicht so rum wie ich. Ja, und nach dem Leopard's Peak müsste es noch so 20 Minuten bis zum Tiger's Peak sein und dann könnte man in 10 Minuten unten sein. Also die Wanderung ist jetzt vielleicht in einer halben, dreiviertel Stunde schon vorbei. Der Akku hat noch 10%. Aber es hat sich mal wieder richtig gelohnt, das ist so schön. Noch ist die Wanderung nicht vorbei, aber ich würde sagen, für die Tour braucht man schon 4 Stunden entspannt, vor allem wenn man nicht genau weiß, wo man abbiegen muss und wo der Trail ist. Jetzt musste man ein ganz schönes Stück Straße gehen. Wenn man hier mal durchguckt, sieht man da ganz oben auf der Spitze diesen, hinter dem Strommast, den Funkmast, da war ich. Oh,
in den ganzen Weg dort runter, hinten lang. Jetzt ist ein Stück Straße. Und jetzt bin ich gleich beim Leopard Mountain. Der Weg ist jetzt echt angenehm gewesen und kurz. Der Leopard Mountain heißt Baoshan Peak. Aha. So, vorletzte Etappe geschafft. Ich werde jetzt wahrscheinlich noch schnell den Huanshan Peak mit in die Route nehmen. Das ist ein 10 Minuten Abstecher. Eine kleine Schleife, also ja, so ein kleiner Bogen, den man noch gehen kann. Und dann kommt noch der Tiger Peak. Und dann bin ich unten und werde direkt erstmal essen und trinken. Genau. So, ich habe jetzt mal eine Website aufgerufen, die ich super finde. Ich werde euch die gleich mal verlinken. Da habe ich auch alle Informationen zum Blogpost her. Und wie ihr seht, bin ich an der Stelle falsch abgebogen. Da hätte man eben nicht den Weg zurückgehen sollen, wie ich so, sondern man hätte an der Stelle vom Leopard's Mountain einfach diesen Trail, wie gesagt, zurückgehen sollen und dann hätte man den Tiger Mountain auch gesehen. Sollte man jetzt nicht diesen ganzen Weg gehen wollen, den ich gegangen bin und die Höhenmeter machen wollen, könnte man an der Stelle vom Elephant Mountain auch diese 4B Scenic Area sich anschauen und eben einen Weg gehen, der nicht so viele Treppen beinhaltet und entspannt wieder in den Ort rein. So macht man auf jeden Fall die wichtigsten Peaks und eben nicht diesen hohen Nangan Mountain. Es wäre tatsächlich noch leichter, den von der anderen Seite zu starten, weil der Anstieg da nicht so hoch ist. Dafür geht man dann die steilen Treppen am Ende runter. Genau. Ich bedanke mich fürs Zugucken und ja, hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Tschüss!